2021, 2022. Alles Gute. Mit diesen Bildern endete am Sonntag der Renew Cup 2021 im Floorball in Weißenfels. 3 Tage lang standen die Stadthalle und die Westhalle ganz im Zeichen des kleinen gelochten Kunststoffballs. Für die UHC Damen reichte es an diesem Wochenende nur für Platz 3. Anders sah es bei den Männern aus. Nachdem sich die Weißenfelser mit einem 9:2 Sieg gegen die Red Devils Wernigerode ins Finale geschossen hatten, trafen sie dort auf die Mannschaft vom DJK Holzbüttgen. Spiel läuft! Frederik Jarrer hat angepfiffen. Er leitet das Spiel zusammen mit René Potthoff. Die beiden Schiedsrichter aus Norddeutschland, Hamburg und Kiel. Die beiden Herkunftsstädte. Und jetzt schauen wir mal aufs Spielgeschehen und sehen, dass Holzbüttgen im Ballbesitz ist. Torben Kleinhans. Dieses Duell zwischen Weißenfels und eben Holzbüttgen gab es bereits beim Renew Cup 2021 am Freitag. Trafen beide Teams aufeinander. Denkbar knapp konnte da Holzbüttgen das Spiel für sich entscheiden. Ich glaube, es war ein 6:5. Nutzt das aus, dass Weißenfels da wechseln ging. Holt immerhin einen Einschlag raus für seine Mannschaft. Und dann klingelt es das erste Mal. Dennis Schiffer ist zur Stelle und schießt ein zum 1:0 für die DJK Holzbüttgen. Martin Brückner im Tor, das erste Mal überwunden. Ist das die direkte Antwort? Der Schuss von Max Blanke. Und das ist die Torverwehrt im direkten Gegenkonter und er trifft zum 2:0. Nils Hofferwert mit dem Ausbau der Führung. 2:0 jetzt der Spielstand. Das ging richtig schnell. Erst die Großchance für Blanke auf Seiten des UHC und dann im direkten Gegenzug ist es Nils Hofferwert, der einschießt. Florian Böttcher, Heinrich Gladigau, Platz ist da auf der Seite für Florian Böttcher und Tim Böttcher verpasst. Da hatte er die große Chance einzuschießen. Florian Böttcher mit dem Abschluss, Sauerbier und jetzt ist es passiert. Peterson, 2:1, ein munteres Spielchen nimmt hier Fahrt auf. Direkter Anschlusstreffer für Weißenfels, nur noch 2:1, Peterson. Kann noch den Ball behalten. Weigelt kriegt den Ball vorbei an Torben Kleinhans, der damit ganz tiefen Schläger agierte. Ball Rech und da ist er drin, Sascha Held. Sascha Held mit dem Tor für den UHC. Ausgleich 2:2. Ein richtig geiles Floorballspiel sehen wir hier in der Stadthalle in Weißenfels. 9 Minuten gespielt, 4 Tore, so kann es weitergehen. Jonas Henschler.
Und der Ball ist drin und es ist Semedi Peamo mit dem Tor für Holzbüttgen. Erneute Führung für die DJK. Der finnische Neuzugang. Da hat Heinrich Gladigau aufgepasst und Weißenfels kann kontern über Florian Böttcher, über Peterson, der hat schon einen Treffer erzielt. Heinrich Gladigau. Florian Böttcher, Peterson gegen Koivisto. Lange Suppe nach vorne. Aber da hat einer aufgepasst und das ist kein geringerer als Tim Böttcher. Der pflückt diesen Ball ganz easy runter. Und dann der Fehlpass von Martin Gladigau. Und das Tor für Holzbüttgen 4:2. Erneut Nils Hofferbert. Bestraft diesen Fehler von Martin Gladigau. Jetzt aber Philipp Weigelt. Und da ist der Anschlusstreffer erneut für den UHC. Nur noch 3:4. Philipp Weigelt. Der UHC ist gefragt. Martin Gladigau verdaddelt den Ball aber und Tuka, was machen sie damit? Peamo, Abschluss, Brückner hält. Und Holzbüttgen trifft. Erneut 6:3, obwohl Weißenfels hier die ganze Zeit das Spiel macht, ist es dann Holzbüttgen mit dem Treffer. Die haben sich hier fest vorgenommen, jetzt das Ganze nach Hause zu fahren. Und auch der Schuss geht nicht rein. Hoch und weit. Tor für Holzbüttgen, die das Empty Net treffen. Ich weiß nicht, wer den Ball lang geschlagen hat. Das habe ich nicht auf dem Schirm. Aber jetzt sind es 4 Tore Vorsprung. 7:3 für Holzbüttgen. Die das Empty Net treffen. Sauerbier bisher mit einer starken Leistung hinten im Tor. Kleinhans sorgt dafür, dass nicht gekontert werden kann. Das Tor ist da und zwar für Holzbüttgen. Torben Kleinhans, obwohl Martin Brückner ins Tor zurückgekehrt war. Torben Kleinhans mit dem 8. Treffer für die DJK Holzbüttgen und damit endgültig Deckel drauf. 13 Sekunden vor Schluss. 3:8. Das Ergebnis ist auf jeden Fall deutlich höher, als es den Spielverlauf widerspiegelt. Aber das ist dann am Ende auch egal. Vielleicht ja doch noch ein Tor von Weißenfels jetzt. Jonas Henschler. Jonas Pohl. Und das ist vorbei. Holzbüttgen gewinnt den Renew Cup. Ein Spiel haben sie verloren und das gegen die SSF Dragons aus Bonn.